2015-2016. Auf dem Höhepunkt der sogenannten Flüchtlingskrise kommen mehr als 1 Million Menschen ins Land. Damals sind sie überall sichtbar. Mittlerweile sind Parks und Turnhallen wieder leer. Die Diskussionen über Flüchtlinge sind noch da, vielleicht heftiger denn je. Aber wo sind die Menschen? Wie sieht ihr Leben heute aus? Die meisten sagen, Frau Oral, eigentlich sprechen wir nur Deutsch, wenn wir im Deutschkurs sind. Also am Anfang sind die schon sehr einsam. Wenn Kontakt abgeblockt wird, weil die Vorstellung besteht, das ist eine Bedrohung, dieser Mensch ist eine Bedrohung, dann kann Vernetzung nicht stattfinden. Das bedeutet, es kann auch keine Integration stattfinden. Alles wird langsam, Schritt für Schritt gut. Und kriegt man irgendwann hin. Die Flüchtlinge verändern die Gesellschaft. Mit ihnen verbinden sich Befürchtungen, aber auch Hoffnungen und Erwartungen. Integration funktioniert nicht über Nacht, sondern ist eine längerfristige Aufgabe. Aber man muss ganz früh mit den Menschen klären, welche Schritte dafür notwendig sind. Angekommen in der deutschen Gesellschaft? ZDF Zoom fragt, wovon hängt ab, ob Integration gelingt? Meine Reise beginnt im Januar 2018 in Berlin. Bis jetzt kenne ich keine Flüchtlinge persönlich. Heute soll sich das ändern. Auf meinem Weg komme ich an einer der bekanntesten Notunterkünfte Deutschlands vorbei, dem Flughafen Tempelhof. Die letzten Flüchtlinge sind hier im Dezember 2017 ausgezogen. Viele von ihnen leben jetzt in Containerdörfern, wie hier in Köpenick. In diesen Containern leben im Januar 2018 400 Menschen. Einer von ihnen ist der Syrer Saleh. Seit 1,5 Jahren wohnt er hier. Er teilt sich sein Zimmer mit einem Mitbewohner. Viel Platz für Privatsphäre oder persönliche Dinge gibt es nicht. Saleh fängt gerade erst an, Deutsch zu lernen. Deshalb begleitet mich ein Dolmetscher zu unserem Treffen. Von Deutschland, erzählt der junge Syrer, hatte er eine ganz andere Vorstellung. Wenn wir die Bilder im Fernsehen gesehen haben, die Bilder von Deutschland und Europa, das war eine andere Welt. Als wir herkamen, waren wir dann schon überrascht. Inwiefern? Was hast du dir anders vorgestellt? Wir haben uns vorgestellt, dass wir in ein Haus oder eine Wohnung kommen. Aber wir haben nicht erwartet, dass wir in einem Heim wohnen würden. Vor allem das gemeinsame Zimmer wird oft zum Problem, erzählt er. Es gibt sehr vieles, was stört. Zum Beispiel, wenn ich lernen will und der andere möchte schon schlafen. Entweder muss ich machen, was er will, oder er muss machen, was ich will. Dass wir uns immer einig sind, klappt nicht. Und am Ende ist keiner von uns beiden zufrieden. Die Mitarbeiter der Unterkunft geben ihr Bestes, auszugleichen und etwas gegen den Frust zu tun, sagen sie. Für Saleh ist seine Sozialarbeiterin die wichtigste deutsche Bezugsperson. Deutsche Freunde hat er nicht. Im vergangenen Jahr lebten in Deutschland rund 1,5 Millionen Schutzsuchende. 62% von ihnen hatten ein Bleiberecht, 23% warteten auf den Ausgang ihrer Verfahren und rund 15% waren ausreisepflichtig. Von denen wiederum waren aber rund 70% geduldet, das heißt, ihre Abschiebung war ausgesetzt. Die meisten Flüchtlinge kamen aus Syrien, aus Afghanistan und dem Irak. An der Berliner Humboldt-Universität untersucht Ulrike Hamann, welchen Einfluss die Wohnsituation der Flüchtlinge auf die Integration hat. Das Ankommen in einer Gesellschaft wird stark davon bestimmt, inwieweit man an einem Ort sich willkommen fühlt, eine Perspektive entwickeln kann und Bindungen aufbauen kann. Was heißt das konkret im Fall der Flüchtlinge? Na, das heißt, dass man in diesen Momenten, wo man nicht weiß, ob man bleiben kann, wo man keinen Zugang zur Gesellschaft um einen herum bekommt, weil man eben in diesen Notunterkünften lebt, wo man auf Feindseligkeiten stößt, in diesen Momenten passiert praktisch kein Ankommen. Da sitzt man in einem Warteraum und kommt nicht in der Gesellschaft an.
Nach Ansicht von Ulrike Hamann wäre es besser, Flüchtlinge in Privatwohnungen unterzubringen, damit sie in einer Nachbarschaft Fuß fassen und schneller mit Deutschen in Kontakt kommen können. Das scheitert allerdings oft daran, dass es gerade in Ballungszentren kaum bezahlbaren Wohnraum gibt. Die verfehlte Wohnungsbaupolitik der vergangenen Jahre wird so zum Hindernis für Integration. Ich habe Geflüchtete erlebt, die in den ersten Monaten in einer Notunterkunft waren, unglaublich engagiert waren und große Lust hatten, eigentlich Deutsch zu lernen, weitere Kurse zu machen, sich eben möglichst schnell eine eigene Wohnung zu suchen. Und nach Monaten in der Unterkunft beginnt dann die Lethargie. Also dann hört es eigentlich auf, diese Neugier auf die Gesellschaft. Wie schwierig die Wohnungssuche für Flüchtlinge ist, haben Linda Blümel und Bente Schmiade erlebt. 2015 wollten sie den Menschen helfen, die nach Deutschland kamen, und suchten in ihrer Freizeit nach Wohnungen in Berlin. 2 Jahre lang vermittelten sie zwischen Suchenden, Behörden und möglichen Vermietern. Und oft gab es Probleme. Man bekommt dann irgendwie ganz rassistische Antworten, dass also, warum man sich jetzt für Geflüchtete einsetzt. Man könnte auch für Deutsche suchen und die wird all deportiert. Also das sind dann so Sachen, die eben so entgegengerotzt werden. Und dann andere Vermieter, die schon auch erstmal offen waren, die man da gesprochen hat, wo dann immer so Bemerkungen dann fallen gelassen werden, wie zum Beispiel, ja, ich wäre bereit, einen Geflüchteten zu vermieten, aber dann muss die Kaution dann doppelt so hoch sein. Das ist ja jetzt irgendwie, man weiß ja nie, was da passiert und so. Und also da ist schon so einiges, was daran gelaufen ist. Mittlerweile haben sie mit der Vermittlung aufgehört. Nicht nur wegen der Erfahrungen, sondern auch wegen der Überlastung. Rund um die Uhr Ansprechpartnerinnen zu sein, parallel zu Job und Familie, das ging irgendwann nicht mehr. Wir hätten uns oft gewünscht, dass da mehr Menschen bereit sind, auch zu helfen. Einfach. Also ich glaube, die Freunde, die wir haben, oder die Bekannten, die wir haben, das sind alles jetzt nicht Menschen, die gegen Geflüchtete sind oder die Rassisten sind. Aber dann so dieses, aus der eigenen Komfortzone rauszugehen und auch was da zu tun, das war eben oft nicht der Fall und war auch dann auch frustrierend. Es hat ja in vergangenen Jahren oder Jahrzehnten auch nicht unbedingt immer gut geklappt mit der Integration. Ich muss zugeben, welche zum Beispiel türkischen Menschen kenne ich denn hier schon? Die man so zufällig aus dem Bäcker kennt oder von der Schule oder irgendwie so. Aber ich habe jetzt zufälligerweise keine türkischen Freunde. Wie kann das angehen? Ich lebe in Berlin. Das heißt, das hat sich nicht gemischt. Warum nicht? Das liegt ja auch an mir. Das wäre nochmal so eine Chance. Einen Schritt weiter auf dem Weg in die deutsche Gesellschaft ist Mohammed. Auch er kam 2015 aus Syrien nach Deutschland, zusammen mit seinem Freund Muayyad. In Damaskus waren sie Nachbarn. Mittlerweile sind die beiden Mitglieder in dem Sportverein, in dessen Turnhalle sie die ersten Nächte in Deutschland verbracht haben. Dieses weiße Gebäude war damals ihre Notunterkunft. Ich treffe sie bei einem deutschen Ehepaar. Hier wohnen sie übergangsweise, weil sie keine eigene Wohnung gefunden haben. Der Kontakt ist in der Erstaufnahmeeinrichtung entstanden. Klaus und Anja Graf haben sich sehr früh für die Flüchtlinge engagiert. Anja wollte vor allem helfen. Klaus aber war skeptisch. Ich habe mir Sorgen gemacht, als ich diese Flüchtlingsströme gesehen habe. Und ich wollte wissen, wer zu uns kommt. Und da bekam ich dann die Gelegenheit, in der Erstaufnahme zu arbeiten, um die Menschen kennenzulernen. Weil ich eben nicht einfach irgendwo sitzen wollte zu Hause und Angst habe vor dem, was ich nicht kenne. Aus dem vorsichtigen Randtasten wurde nach und nach eine Freundschaft. Und irgendwann haben sich Klaus und Anja dann entschlossen, Büro und Gästezimmer zu räumen und die beiden bei sich aufzunehmen. Ich hatte einfach ein gutes Gefühl auch bei den Jungs, also vom Vertrauen her, sonst hätte ich sie nicht in mein Haus geholt. Bei Anja und Klaus haben die beiden nicht nur ein Dach über dem Kopf gefunden, sondern auch ganz konkrete Unterstützung. Sie helfen bei Behördengängen und erklären, wie die deutsche Gesellschaft tickt. Die Kultur ist was anderes, die Tradition ist was komplett was anderes. In diesem Fall haben Anja und Klaus so viel mir geholfen. Trotz der Unterstützung gab es auch negative Erfahrungen. Du siehst die Leute, die im Bus sind, dass ihr Rucksack
alle ihre Rucksack an die Sitzer neben sie stellen, damit du nicht sitzen kannst. Wie ist dein Gefühl? Ist dir das passiert? Ja, das ist passiert. Warum macht das? Damit ich nicht neben dir sitze? Was meinst du mit dieser Bewegung? Muayyad und Mohammed erleben in Deutschland beides. Große Hilfsbereitschaft und Offenheit, aber auch Ablehnung und Misstrauen. Ich möchte wissen, was entscheidet eigentlich darüber, wie wir über Flüchtlinge denken? An der Universität Osnabrück treffe ich den Migrationsforscher Jochen Oltmer. Ich denke, wichtig ist in diesem Zusammenhang, dass das sehr explizit eben mit den umlaufenden Debatten zu tun hat. Also sicherlich ist die Frage, auf welche Art und Weise wird von politisch Verantwortlichen oder aus dem Bereich der Politik mit diesem Thema Migration umgegangen, schon von zentraler Bedeutung, weil damit einfach Stimmungen oder Gefühle gemacht werden. Natürlich ist in diesem Zusammenhang wichtig, auf welche Art und Weise Medien mit diesem Thema Migration umgehen. Wenn wir regelmäßig im Kontext von Migration ausschließlich eine Berichterstattung über Kriminalität haben, dann ist sehr explizit, dass viele, viele Menschen den Eindruck haben, Kriminalität wird eben vor allem im Kontext von Migration gemacht. Das ist hochgradig prägend für die Sicht von Menschen auf das Phänomen Migration. Die Meinung anderer beeinflusst unsere eigene. Vor allem dann, wenn kein persönlicher Kontakt besteht. Erstaunlicherweise wird in diesem Kontext selten tatsächlich das Gespräch gesucht. Und das ist für Konstellationen von Integration insofern problematisch, als Integration an allererster Stelle erstmal nichts anderes ist als das Aufnehmen von sozialen Kontakten. Wenn eben kein Kontakt da ist, wenn Kontakt abgeblockt wird, weil die Vorstellung besteht, das ist eine Bedrohung, dieser Mensch ist eine Bedrohung, dann kann Vernetzung nicht stattfinden. Das bedeutet, es kann auch keine Integration stattfinden. Laut Forschungsgruppe Wahlen glauben 58% der Deutschen, dass Deutschland die vielen Flüchtlinge verkraften kann. 38% glauben das nicht. Diese Werte sind seit gut 2 Jahren weitgehend stabil. Sigmaringen. Hier kam es Anfang des Jahres zu heftigen Protesten gegen die Flüchtlinge in der Stadt. Händler und Einwohner beschwerten sich über Ladendiebstähle und Pöbeleien. Frauen beklagten, sie würden belästigt. Neff Beser betreibt eine Bar im Bahnhof von Sigmaringen. Auch er hatte Probleme. Also ich habe es so erlebt, es war hauptsächlich eine kleine Gruppierung, die negativ auffiel, die unter erhöhtem Alkoholkonsum pöbelten, dann auch Delikte wie Ladendiebstähle, Körperverletzungen waren in der Tagesordnung. Und es gab natürlich Spannungen unter den Einwohnern. Lange hatten die Bürger das Gefühl, die Politik interessiere sich überhaupt nicht für ihr Problem, sagt Neff Beser. Daraufhin wurde der Protest lauter und rief die Medien auf den Plan. Bundesweit wurden die Sicherheitsprobleme in Sigmaringen zum Thema. Mittlerweile gibt es mehr Polizeipräsenz in der Stadt. Die Lage hat sich beruhigt. Doch jetzt, erzählt mir der Gastwirt, habe die Stadt ein Imageproblem. Ich werde oft von Freunden, Bekannten angesprochen. Ja, sag mal, ist es wirklich so schlimm in Sigmaringen? Kann man sich da nicht mehr sicher fühlen? Es ist also nicht der Fall. Was ist falsch gelaufen in dieser Geschichte? Diese kleine Gruppierung, die da war, dagegen hat man lange nichts getan. Genug zugeschaut. Da hätte man vielleicht früher einschreiten müssen, früher was dagegen tun müssen. Das hat man versäumt. Vielleicht haben wir auch zu laut geschrien. Dadurch haben wir uns letztendlich selber geschadet. Auch. Das Problem wurde erst ignoriert und dann übertrieben dargestellt. Dass alles über einen Kamm geschert wurde und dass alle Flüchtlinge jetzt Kriminelle sind und dass es alle sind. Ja. Dabei hat man irgendwie total übersehen, dass große Teil der Flüchtlinge eigentlich dadurch genauso einen Schaden erlitten haben wie unsere Stadt. Kiel. Hier lerne ich einen Jugendlichen kennen, der Ärger mit der Polizei hatte und bereit ist, mir davon zu erzählen. Ahmed war 15, als er beim Ladendiebstahl erwischt wurde. Er möchte nicht erkannt werden.
Mein Freund und ich waren in einem Kaufhaus. Wir haben Klamotten gekauft. Auf dem Weg zum Aufzug haben wir die Ringe gesehen. Er hat einen genommen und ich habe einen genommen. Viel darüber nachgedacht, sagt er, habe er damals nicht. Umso größer war der Schreck, als der Ladendetektiv die Polizei verständigte. Ich hatte Angst vor den Konsequenzen, dass wir abgeschoben werden oder eine Strafe zahlen müssen. Nach dem Diebstahl hat die Polizei ein sogenanntes erzieherisches Gespräch mit Ahmed geführt. Danach wurde das Verfahren wegen Geringfügigkeit eingestellt. Den größeren Ärger für den Jugendlichen gab es in der Familie. Nachdem die Polizei weg war und ich meinem Vater gesagt habe, dass das ein Fehler war, den ich nicht nochmal machen werde, hat er mir eine runtergehauen. Ich hatte Angst. Mein Bruder ist dann dazwischen gegangen. Mein Vater hat eine Woche lang nicht mit mir geredet. Seit eine große Flüchtlingsunterkunft in der Nähe ist, verzeichnet die Wache in Kiel-Friedrichsort in einigen Bereichen deutlich mehr Straftaten. Hauptsächlich im Bereich der Eigentumskriminalität, sprich an Ladendiebstähle, aber auch im Bereich der Körperverletzungsdelikte und aber auch im Bereich der Betäubungsmittelkriminalität, dass sie Betäubungsmittel konsumieren. Die Erfahrungen aus Kiel decken sich mit den Zahlen des Bundeskriminalamts. 2017 klärte die Polizei über 3,1 Millionen Straftaten auf. In rund 300.000 Fällen galten Flüchtlinge als tatverdächtig. Das entspricht einer Quote von 9,3%. Ihr Anteil an den Tatverdächtigen liegt damit über ihrem Anteil an der Bevölkerung. Ein Grund? Unter den Geflüchteten sind viele junge Männer. Die stellen in allen Kulturen die meisten Straftäter. Häufig sind Delikte wie Diebstahl, Schwarzfahren und Körperverletzung. Sexualstraftaten oder Tötungsdelikte sind selten. Die Opfer von Gewalttaten durch Flüchtlinge sind meist ebenfalls Migranten. Die große Mehrheit der Flüchtlinge begeht keine Straftaten. Wer in Deutschland Fuß fassen will, muss vor allem eines: die Sprache lernen. 95% der Neuangekommenen haben keinerlei Deutschkenntnisse. Integrationskurse vermitteln die Grundlagen der Sprache und Alltagswissen über das Leben in Deutschland. Lilia Ueslati Oral ist selbst als Kind aus Tunesien nach Deutschland gekommen. In ihren Kursen ist sie auch Vermittlerin zwischen den Kulturen. Klar, ist das dann schon so Sachen kommen wie, ja, bei uns in unserer Kultur geben die Frauen den Männern nicht die Hand. Aber wenn meine Frau jetzt zum Arzt geht, dann gibt der Arzt ihr die Hand. Aber sie möchte das nicht. Wie soll sie da reagieren? Ne? Also das sind so Sachen, klar, die thematisieren wir dann auch im Unterricht. Für mich ist immer die Frage, inwieweit sollten oder müssen die das? Also man spricht immer von Integration. Was aber eigentlich verlangt wird oder erwartet wird, glaube ich, von der deutschen Gesellschaft, ist, dass die Leute sich in gewisser Weise assimilieren. Entweder sie passten sich an oder sie würden ausgegrenzt. Viele ihrer Kursteilnehmer, erzählt Lilia Ueslati Oral, haben das Gefühl, nur diese Wahl zu haben. Nur wenige haben Kontakt zu Deutschen. Also ich erlebe das selber, dass das von der anderen Seite schon ein bisschen erschwert wird. Weil einfach die Bereitschaft nicht da ist. Ja klar, die Leute, die hier in Deutschland leben oder die Deutschen, die haben ihre Netzwerke, die haben ihre Freunde und da ist halt wenig Raum jetzt unbedingt mit dem neuen ausländischen Nachbarn vielleicht in Kontakt zu treten. Ich weiß es nicht, aber es ist auf jeden Fall schwierig. Und die meisten sagen, Frau Oral, eigentlich sprechen wir nur Deutsch, wenn wir im Deutschkurs sind. Also am Anfang sind die schon sehr einsam. So wie Free Safety. Sie kommt aus Äthiopien und lebt seit 2015 in Deutschland. Auch sie kämpft nicht nur mit der Sprache, sondern auch mit der Einsamkeit. Seit 2 Jahren, 7 Monaten in Deutschland. Ich kenne nicht neue Leute. Ich kenne nichts. Ihr größter Wunsch ist es deshalb, schnell eine Arbeit zu finden. Denn das bedeutet nicht nur eigenes Geld, sondern eben auch neue Kontakte. Arbeit ist besser. Immer zu Hause. Mein Körper auch alles Stress. Mein Kopf ist Stress. Arbeit ist besser.
Zwischen 2015 und 2017 haben 810.000 Menschen an einem Integrationskurs teilgenommen. Darunter allerdings nicht nur Flüchtlinge, sondern auch Spätaussiedler, EU-Bürger und Ausländer, die schon länger in Deutschland leben. Wer noch auf seine Anerkennung wartet und eine sogenannte schlechte Bleibeperspektive hat, darf nicht teilnehmen. Das Ziel der Kurse sind solide Grundkenntnisse, das sogenannte Sprachniveau B1. Das schafft in der Regel allerdings nur gut die Hälfte der Prüfungsteilnehmer. 35% erreichen das etwas schlechtere Niveau A2, 9% schaffen auch das nicht. Dazu kommt, dass längst nicht alle Teilnehmer die Prüfung überhaupt mitmachen. Beschäftigung, Geld verdienen, eingebunden sein in soziale Strukturen. Viele Flüchtlinge, mit denen ich in den vergangenen Monaten gesprochen habe, wünschen sich genau das. Aber wie kann das gelingen? Ich fahre nach Nürnberg. Am Institut für Arbeits- und Berufsforschung beschäftigt sich Herbert Brücker mit der Frage, wie der Einstieg in den Arbeitsmarkt am besten funktioniert. Ein Kritikpunkt des Forschers? Jeder sollte Zugang zu Integrationsmaßnahmen haben, unabhängig von seiner Aussicht auf Asyl. Wenn wir bestimmte Gruppen ausschließen, generieren wir Probleme. Also die Integration erfolgt dann für diese Gruppen später. Häufig macht man sich Illusionen, weil diese Menschen dennoch nicht in ihre Heimatländer zurückkehren. Sie integrieren sich schlechter in den Arbeitsmarkt, das wird teurer. Und es kann natürlich auch zu sozialen Problemen führen, Kriminalität und Ähnlichem. Also wir beobachten in den Zahlen, dass Menschen mit einer schlechten Bleibeperspektive, die nicht in Integrationsmaßnahmen beteiligt werden, eher auffällig werden als andere. Was wäre Ihre wichtigste Forderung an die Politik? Ja gut, wir müssen mit Integration sofort beginnen. Das bedeutet, dass man sofort mit Sprachkursen beginnt, wenn die Menschen hier ankommen innerhalb der ersten Wochen. Dass wir für sie individuelle Integrationsprogramme entwickeln, die sie da abholen, wo sie stehen, wo man sich überlegt, ist es richtig, eine Ausbildung zu machen, zu studieren oder sich schnell in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Genau diesen Ansatz verfolgt ein Modellprojekt in Niedersachsen. Hier arbeiten Unternehmen, Gewerkschaften und Bildungsträger zusammen, um jungen Flüchtlingen den Start in eine Ausbildung zu erleichtern. Einer von ihnen ist Ayub. Der 19-Jährige kam im Sommer 2015 aus Afghanistan nach Deutschland. Mittlerweile ist er als Flüchtling anerkannt und macht eine Ausbildung zum Maschinen- und Anlagenführer. Ich habe Glück gehabt. Ich habe Menschen hier, nette Menschen kennengelernt. Sie haben mir irgendwie einen Weg gezeigt, wo ich weitergehen kann, wie ich lösen kann, wie ich finden kann. Und ich habe versucht. Ayubs Versuche hatten Erfolg. Erst ein Praktikum bei VW, jetzt die Ausbildung. Und das, obwohl auch er am Anfang kein Deutsch konnte. Ich habe versucht, mit Körpersprache zu erzählen. Mit Zeichnung braucht man auch nicht beim Anfang genau klar zu sprechen. Und alles wird langsam, Schritt gut. Und kriegt man irgendwann hin. Die Firma Artemis hat vor 3 Jahren erstmals bewusst Flüchtlinge als Azubis eingestellt. Teils aus sozialem Engagement, teils weil qualifizierte Bewerbungen von deutschen Jugendlichen fehlten. Die Motivation, sagt der Personalleiter, sei bei den neuen Azubis größer. Unseren deutschen Azubis haben wir häufig Probleme mit Disziplin, Ordnung und auch dem Leistungswillen im Betrieb gehabt. Wir haben jetzt eine etwas anders gelagerte Problemstellung mit den Flüchtlingen. Hier müssen wir deutlich mehr unterstützen, zum Teil im außerschulischen Bereich, wenn es um Probleme möglicherweise mit den Behörden geht oder Dinge, mit denen wir sonst als Ausbildungsbetrieb ja nie zu tun haben. Und natürlich, dass wir sie auch sehr viel stärker theoretisch unterstützen müssen. Wir mussten also unseren Ausbildungsunterricht deutlich ausweiten. Der Betrieb investiert in die jungen Flüchtlinge. Unterstützt sie mit zusätzlichem Unterricht, denn in der Berufsschule kämen sie ohne Hilfe nicht mit. Ayub hat in Afghanistan nur 2 Jahre lang eine Koranschule besucht. Seit er 13 ist, hat er gearbeitet. Schreiben, Lesen und Rechnen, die deutsche Sprache, das alles hat er erst in den vergangenen 2,5 Jahren gelernt. Ich früher nie gehabt, nie gehört. Und alles hier habe ich neu bekommen. Aber Gott sei Dank, mit Unterstützung von der Betrieb, von der Schule, von den anderen netten Menschen, hat geklappt.
Und bist du manchmal ganz schrecklich stolz auf dich selber, wenn du ins Bett gehst? Das passiert manchmal, wenn ich irgendwann eine gute Note wie letztes Mal 1 kriege. Und das macht mich wirklich sehr, sehr schrecklich glücklich. Ja. Laut einer Umfrage aus dem Jahr 2016 haben 11% der Geflüchteten in ihrem Heimatland überhaupt keine Schule besucht. Genauso viele nur eine Grundschule. 73% waren auf irgendeiner Form von weiterführender Schule und 12% haben einen Hochschulabschluss oder eine Promotion. Wenn alles gut geht, wird Ayub seine Ausbildung 2019 abschließen. Die Firma hofft, dass er dann auch bleiben kann und vielleicht von einer Möglichkeit zum sogenannten Spurwechsel profitiert, wie er gerade von Politikern diskutiert wird. Es kann nicht sein, dass was uns schon passiert ist, dass junge Menschen im Rahmen ihrer Ausbildung uns dann einfach abgeschoben werden. Das kann ich nicht verstehen. Ich kann auch nicht verstehen, wenn junge Menschen bei uns vielleicht die Ausbildung erfolgreich abgeschlossen haben, sie dann aber nicht auch einen Beruf bei uns ausüben dürfen, weil sie dann abgeschoben werden. Das kann ich nicht verstehen. Letztlich glaube ich, sie werden ja der deutschen Gesellschaft nützen, wenn sie hier bleiben und wenn sie arbeiten. Und dann müssen sie auch die Chance haben zu bleiben, egal aus welchem Herkunftsland sie nun kommen mögen. Von den Flüchtlingen, die 2015 nach Deutschland gekommen sind, ist mittlerweile gut ein Viertel im Arbeitsmarkt angekommen. 2020 werden es laut Experten rund 50% sein. Wenn alles gut läuft, sind nach 10 Jahren bis zu 70% der Flüchtlinge berufstätig. In Neuss treffe ich Nasrin Abdulaziz. Sie betreibt gemeinsam mit ihrem Mann einen kleinen Imbiss. Die Familie kam über Italien und Dänemark nach Deutschland und wartete hier 2 Jahre lang auf ihre Anerkennung. Als die schließlich da war, gründeten sie mit Hilfe von Verwandten und Bekannten den eigenen kleinen Betrieb. In Syrien hatte ihr Mann Hassan ein Reisebüro. Nasrin war Hausfrau. Ich kenne so viele Leute, ich habe mehr Kontakt mit Deutschen, mit Ausländern, mit alles. Und ich glaube, das finde ich so besser für mich auch, so mehrere Sprachen, weil ich kann jetzt Arabische, Kurdisch, ein bisschen Deutsche und Italienische, ein bisschen, ich verstand ein gutes Dänisch auch, ne? Und mehrere Sprachen auch, jede paar Worte, das finde ich so gut, schon, besser als zu Hause sitzen. Der Laden läuft gut. Nach und nach wird die Familie unabhängiger von staatlicher Unterstützung. Welchen Effekt die Geflüchteten auf die Volkswirtschaft insgesamt haben, darüber gehen die Schätzungen auseinander. Manche Forscher gehen davon aus, dass die Kosten überwiegen werden. Andere sehen mittelfristig einen positiven Effekt aufs Wirtschaftswachstum. Entscheidend wird vermutlich sein, wie schnell die Menschen eine Arbeit finden und wo sie dann ihr Rentenalter verbringen. Fühlt ihr euch denn hier zu Hause? Ja klar, also es ist halt anders. Wenn du weißt, dass du halt hier akzeptiert wirst, so wie du bist. Du bist irgendwann mal in einem Land, wo die sagen, okay, du darfst bleiben, du darfst arbeiten, du darfst dich hier weiterentwickeln. Sobald man sagt, okay, du darfst das, kannst du weiterdenken, okay, ich kann auch weiter was schaffen. Ich kann immer weiter und weiter was machen. Es ist halt nicht dieses Geschlossene wieder, du bist dann halt frei. Mehr als 1 Million Menschen sind 2015, 2016 nach Deutschland gekommen. Einige sind schon wieder weg. Für viele, die hier bleiben, ist es nicht leicht. Es braucht nicht nur klare Regeln, sondern vor allem Zugeständnisse und Offenheit auf beiden Seiten, damit Integration funktioniert. Der Staat kann die Grundlagen schaffen, aber Ankommen gelingt vor allem da, wo es Menschen gibt, die weiterhelfen. Und dann liegt es an jedem Einzelnen, die Chancen, die sich bieten, auch zu nutzen.